Das Thema ist wichtig heute. Du musst dich konzentrieren. Ist ein bisschen nicht kompliziert, aber braucht wirklich, dass du wach, wie du sitzt, wach hast, damit du den Zusammenhang dann auch verstehst. Ja? إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ابن sind wir gestoppt bei Abul Akhirat Yumi Yuqinun, oder? Nee, und immer so kann man ihn verkunden, ne? Da sind wir Yuqinun al-Salat, und immer so kann man ihn verkunden. Und wir haben gestoppt die Ba'ad, immer so kann man ihn verkunden. Und das von denen, das was wir denen gegeben haben, investieren. Ja? So, jetzt. Eine Sache, die zu Salah noch dazu kommt, Yuqimun al-Salah, das Gebet aufrechterhalten. Wir hatten ja ein bisschen gesprochen, was ist damit gemeint, aufrechterhalten, das Gebet und so weiter. Und das Gute an das Gebet ist auch ein Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir vor Allah subhanahu wa ta'ala alle gleich sind. Erstmal. Und nur durch Allah subhanahu wa ta'ala seine Anweisung wird der eine nach vorne oder eine nach hinten geschoben, was Stufen angeht. Ja? Dann Leute erheben und Leute degradieren. Aber das ist nicht meine und deine Wahl, sondern das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala will. Das heißt, sprich, wie viel ist diese Person an Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Prophet al-Salam gebunden? Das ist, was der Unterschied macht. Ja? In diese Rücken von Leute, wer vorne steht, wer hinten steht, wer bei Allah subhanahu wa ta'ala gut ist, wer bei Allah subhanahu wa ta'ala schlecht ist. Ne? Und falls er da draußen ist, natürlich, er macht Sünden. Klar? Aber das heißt ja nicht, dass sein Herz nicht fähig ist. Und die Toba kommt in eine Sekunde. Eine Sekunde, du schläfst, du stehst auf, du entscheidest dich, ich gehe diesen Weg. Ich will Allah ta'ala dienen. Ich will gehorsam sein. Über das wichtig, alle wichtig ist, alle Menschen sind vor Allah subhanahu wa ta'ala gleich. Der Hadith sagt das dann auch. Weil wir neigen immer dazu, dass wir uns so Vorteile verschaffen, was eigentlich nicht, hat keinen Rückhalt. Du oder ich, wir erlauben uns Sachen, ne? Eventuell wir übertreten manche Rechte oder manche Grenzen, weil wir denken, dass wir das verdient haben oder dass diese Stufe haben, wir können uns das leisten. Ist nicht so. Zweitens, dieses Gebet, der Allah subhanahu wa ta'ala aufrechterhalten möchte, du siehst in diesem Gebet die höchste Person, Amir al-Mu'minin, der Kalif, Nummer 1, mit all seiner Macht, mit all sein, was weiß ich, seine Stirn unten auf dem Boden. Das ist eine Indikation von was? Alle sind gleich? Wir haben das ja schon gesagt. Dienerschaft? Auch. Hingabe. Gib mir, Leute, gib mir mal nicht einen Zustand, gib mir eine Eigenschaft. Unterwerfung. Das kommt ja dazu. Wenn du unterwürfig bist, ja, vom Charakter her, aber definitiv wirst du das berücksichtigen, was Ahmed denn auch sagt.
Das ist sehr wichtig, dass du verstehst, dass du hast keinen Vorschritt vor anderen. Das hast du nicht. Das darfst du nicht. Drittens, sehr wichtig auch. In dem Gebet erzieht man die Umma zu einer Sache, die sehr, sehr brisant ist. Die Umma heute durch viele, viele andere Jama'at, Gruppierungen, Gedanken, Philosophien, was auch immer, ja, weggegangen ist. Wenn ich in Jama'at stehe, wir werden natürlich der Beste von uns nach vorne schicken. Beste nicht nach meiner und deiner Ermessung, sondern was Kitab und Sunna sagen. Dieser Typ ist jetzt ein Typ, den ich nicht mag. Ich mag ihn nicht. Das ist ja angenommen jetzt hier, ich mag Farhad, hat ihn auch lieb. Aber angenommen, Farhad ist der A++ von uns jetzt allen. Er ist der Alim, er ist Hafiz und die ganze Schurut. Inshallah. Jetzt, Ulrich Farhad kommt und ich sage dann, nö, das ist ein Türke, ich bin Araber. Guck mal jetzt. Ich bin doch mehr berechtigt, eigentlich da zu stehen. Versteht ihr, was ich meine? So funktioniert das nicht. Eben, ich habe länger im Bad oder ich bin älter im Dings, was auch immer du jetzt dir einreden möchtest, damit du die Position sozusagen, das ist im Islam gar nicht gegeben. Hier geht es nicht um, wer führt im Dien. Es geht gar nicht darum. Es geht darum, wer ist am fähigsten, Allah subhanahu wa ta'ala sein Gesetz und die Sünde des Propheten sallallahu alaihi wa sallam integrieren in die Gesellschaft. Jetzt haben wir entschieden, dass Farhad unser Imam ist. Ja? Ja? Jetzt gehen wir. Das Gebet sagt uns, Allahu Akbar ist Ibadah oder keine Ibadah? Allahu Akbar. Wenn du sagst, Allahu Akbar ist Ibadah, Zikr. Zikr. Ja. Darfst du, bevor er Allahu Akbar sagt, Allahu Akbar machen? So ist die Ta'a im Islam. Jetzt kommt's. Damit die Leute nicht sagen, hier, ihr sagt absolut Gehorsamkeit und die Amire sind alle Fasik und bla bla. Jetzt kommt's, ganz ruhig. Pakt ist, dass ich dich nach vorne lasse, weil du Allahs Befehl, Allahs Kitab, Allahs Prophet, durchsetzt. Das ist der Pakt zwischen mir und dir. Weil eigentlich, du hast keine Macht über mich, außer mit diesem Dien. Sonst, ich muss dich doch gar nicht gehorchen. Wir sind doch alle gleich. Ja. Ist Verständnis? Verständlich? Aus, ja? Verständlich. Jetzt erkennen wir, dass der Imam, unser Leader, unser Führer, einen Fehler im Gebet macht. Ist es erlaubt, dass ich auf ihm springe und bum, 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 bum? Ist es erlaubt so? Hat Fehler ein Gebet gemacht. Deine, erstmal lesen wir in Fiqh-Bücher, wie verhält man sich, wenn der Imam vergisst oder. Und dann sehen wir, dass das so fein gemacht ist, das, was du darfst. Erstmal wartest du kurz. Vielleicht korrigiert er sich selbst. Das hat er nicht gemacht. Es musst du gucken. Diese Lachen ist, ändert die Bedeutung oder ändert die Bedeutung nicht? Yani anstatt Allah al-Aziz al-Jabbar sagt Allah al-Aziz al-Hakim. Ja? Soll man Istiftah machen? Soll man ihn korrigieren oder lassen? Oder ist es dasselbe, wenn du Allahs Namen, ne? Und so weiter und so weiter und so fort. Top. Ich habe festgestellt, dass er weiter die, ne, falsch liest. Das Höchste, was du sagst, ist was? Was sagst du? Das Höchste, was du sagst, ist? Subhanallah. Lobpreis sei Allah subhanahu wa ta'ala.
Was hat das mit dem Imam zu tun? Deine Richtung geht an wem? An Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn der Führer oder wenn der Leader oder wenn der eine, der uns führt, Fehler macht, kann ja, es ist ja klar, du hast ja keinen Prophet da. Aber du springst nicht auf ihn, machst ihn fertig und versuchst ihn rauszureißen, und damit du nur dahin sitzt. Und von dir werden auch Fehler kommen. Sondern wieder genau dasselbe, das ist dann ein Wald. Wenn keine was gefällt, dann machen wir einen Haufen und gehen wir, holen wir den Khalifa rund. Den Amir rund. Dann wäre das Din. So ist Islam. Das kann nicht sein. Das ist der Gedanke von Khawarij. Das ist das Guthaben von Khawarij. Ja, bei dir. Und für mich auch sehr, sehr wichtig, du verstehst. Es gibt einen, der sehr daif ist. Sage ich aber nur jetzt hier, ich habe euch gesagt, dass es daif ist. Was Allah subhanahu wa ta'ala soll gesagt haben, es daif gibt denn auch noch. Soll Allah subhanahu wa ta'ala gesagt haben, dass ich das Gebet nur akzeptiere von Leuten, die ihre Tag verbracht haben in meinen Gedenken, in meinen Lobpreisen und die gegenüber meinen Dienern demütig sind. Von diesen Leuten wird das Gebet angenommen. Der Hadith ist sehr schwach. Aber guck mal diese Bedeutung, diese Inhalt. Was nutzt einem das Gebet, Aqimus Salah, wenn er nach dem Gebet, er läuft so, im Gebet, wir haben gesehen, wie er mit seinen Stirn auf dem Boden ist. Mehr Unterwerfung geht es ja nicht. Außer, dass er der Boden mit seinem Kopf hier ausgräbt. Ja? Und dann nach dem Gebet geht raus, sofort seine Nase nach oben, sofort er ist der Besserwisser, sofort er ist der Klugscheißer. Entschuldigung. Ja? Was ist los? Du warst doch gerade auf dem Boden. Was ist mit dir passiert? Bist du Ilah geworden? Und willst, dass das ganze Leben nach dir läuft? Es ist nicht so gemeint. Weder Umgang mit dir, noch mit deinen Brüdern, noch mit deiner Familie, noch mit deinen Kindern, noch mit irgendwas. Diese absolute, die gibt es nicht in Dien, leider. Tut mir leid. Gibt es nicht, weil du bist genauso fehlbar wie die anderen. Und der Weg der Veränderung ist nicht, dass du die Leute anspringst. Ah. Das heißt doch sinngemäß, je mehr Wissen man hat, desto mehr weiß man, dass man kein Wissen hat. Eben. Und je mehr Demut man bekommt. Wisse, solange du so drauf bist, das Wissen ist noch nicht angekommen. Zumindest die Wirkung von das Wissen ist nicht angekommen. Solange deine Nase nach oben ist. Und bald du läuft mit deiner Nase nach unten, dann hast du Elme verstanden. Ist angekommen. Din ist angekommen. Und wisse, keine von uns hat Prioritäten oder Verantwortung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, ohne dass er dafür gefragt wird. Keine von uns. Sallallahu alaihi wa sallam sagt, ist sahih. Jeder wird gefragt für seine, ja, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Jeder von euch ist Pfleger oder was? Oder Hirte. Hirte, genau, Hirte. Und jeder Hirt wird nach seiner Herde, ne? Herde dann gefragt. Ja, wisse, Dien muss ankommen, Jungs. Dien muss ankommen. Es reicht nicht, dass wir so einfach nur tun, ob wir Dien haben. Es muss ankommen, weil drüben ist es anders. Wenn das nicht angekommen ist, dann gehst du da ohne Währung, ohne Geld, ohne Amal, ohne nichts. Ist schlimm, ist übel. Richtig übel, wenn du da so ankommst. Nur Allah Ta'ala uns bewahren. Die Muslime. Ja? Das ist auch eine Art, im Gebet zu sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala, was Allah subhanahu wa ta'ala von dieser Umma möchte. Wir sagen Hudan lil Muttaqin, Rechtleitung für die Gottesfürchten, Fürchten, Fürchtige, genau, Gottesfürchtige.
Wenn wir das sagen, ist, heißt im Umkehrschluss, ja, Leute, die sich nur bewegen, da wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Und da stoppen, wo er subhanahu wa ta'ala Nein sagt. Das sind diese Leute. Die Rechtleitung heißt, dass du da stehst, wo Allah ta'ala haben will und sein Prophet aus. Und da bewegst, wo Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet aus. Das ist Huda. Das ist Rechtleitung. Rechtleitung heißt nicht, dass du Rituale vollbringst. Ja? Im Gebet sind, wir wissen schon alle, wie wir unser Gebet aussehen. Wir kämpfen, aber wir wissen, wie es aussieht. Ja? Yuqimunas-Salah ist ein sehr weitläufiger Begriff. Es geht nicht nur darum, dass du diese Bewegung machst. Ja? Es geht um diese ganze Inhalt, diese ganze pädagogische Thema. Wenn Gebet nicht in Islam ist, dann ist man nicht in Islam. Wir wissen, dass manche Ulama sagen Takfir auf die Leute, die kein Gebet verrichten. Die gar kein Gebet verrichten. Ja? Weder Jumma noch Fest noch irgendwas. Das Inhalt drinnen, dieses Gebet, und fünfmal am Tag sollst du das üben, so viel Bedeutung in dein Gebet drinnen, den du gar nicht mitkriegst. Du betest nur und nach dem Gebet ist vorbei. Ich bin an anderer Person. Ja? Ich habe euch gesagt, Jungs, Musterverhalten eines Talib Ilm läuft 24 Stunden. Muster von Salihin läuft 24 Stunden. Muster von Gottesfurchtende, alles läuft 24 Stunden, denn das soll ganze Zeit laufen, den Prozess. Wie du mit deinen Brüdern, wie du mit deiner Familie, wie du mit deiner Frau, Kinder, wie du mit deinen Eltern, wie du mit deiner, es hat mit dem Ganzen zu tun. Heute sagt Allah ta'ala zu uns, von das, was wir denen gegeben haben, was machen die? Spenden. Ja. Das ist natürlich, wenn man an diese Eier so nimmt, so ganz trocken, dann wird man sofort, was wird sofort im Kopf kommen? Geld, genau, und Spende von Geld. Ja, das ist sofort, was man sofort, Rizq ist, nein. Jetzt verstehst du, das Rizq an sich ist in zweierlei. Jetzt hören wir genau zu, weil es jetzt wichtig ist. Rizq an sich ist zweierlei, nicht einerlei. Was heißt das? Das heißt, es gibt eine Art von Rizq, die mit dir null zu tun hat. Nun machst du aber trotzdem Bewegung, den du damit auslöst. Eine Kette von Rizq. Beispiel. Du hast ein Feld. Ja? Ein Acker, genau. Ackerfeld. Eigentlich. Was da drin ist, du hast damit nichts zu tun. Das ganze Prozess, was an Nahrung und Erde ist, an Pflanzen, an Früchte, an du hast eigentlich mit diesem Prozess nichts zu tun. Nun, dieses Prozess aber da, vorbereitet. Das ist Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala, die dir gegeben ist. Du kannst nichts dafür. Was passiert denn? Gehst du und arbeitest du am Acker, in diesem Acker? Samen, Boden umgraben oder was? Ja? Umgraben und noch und nöcher. Was passiert? Kommen Pflanzen raus, aus diesen Pflanzen kommen Früchte raus. Ja?
ein Rizq, du hast nichts gemacht. Zweiter Rizq, du hast mit deiner eigenen Hand was gemacht. Warum ist es so wichtig, dass wir das so differenzieren? Damit genau eben dieses Bild von Geld und Spende aus dem Kopf rausgeht. Weil das ist nicht das Einzige. Jetzt zum Beispiel. Du bist zur Uni gegangen und hast Ulum von Scharia studiert. Ja? Scharia ist ein Rizq, den du nicht gemacht hast. Das wurde schon gegeben. Vollständig. Jetzt gehst du rein und holst du von dieser Sache, was vollständig ist, mit deiner Kraft, mit deinem Werk, 4 Jahre oder 5 Jahre. Und holst du dieses Wissen zu dir ein. Jetzt, Allah tabaraka wa ta'ala verlangt von dir, von diesem Rizq zu spenden. Du bist ein Arzt. Du hast 7 Jahre studiert. Wissen von Medizin und alles so Zusammenhang ist eine Sache, die vorgegeben ist. Allah Ta'ala hat das schon zusammen, er hat uns das gegeben schon. Jetzt wirkst du da drin und holst du das raus, über Allah Subhanahu wa Ta'ala verlangt von dir zu spenden. Es ist so weit, dass dein Bruder will was tragen und er schafft es nicht. Ist zu schwer für ihn. Du hast von Allah tabaraka wa ta'ala Rizq bekommen, dass du stärker bist. Allah subhanahu wa ta'ala will, dass du von dieser Sache spendest. Lieber meine Bruder oder meine Frau zu Hause, die kann was nicht tragen. Und ich bin der Mann. Allah ta'ala will, dass du davon spendest. Das Problem ist, wir sind zu geizig an alles, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Und wir verstehen, dass hier, es geht hier, Spenden geht es nur darum, dass ich meine alte Klamotten oder meine Babykarre oder was weiß ich was, darum geht es nicht. Wenn ein Gott in ein Buch, festes Buch sagt, das Feeling von dieser Umma, die Atmosphäre ist von das, was die bekommen haben, Spenden. Das ist die Atmosphäre, die Allah subhanahu wa ta'ala von dieser Umma haben will. Vorgaben sind verteilt. Jeder kann was. Jeder hat was. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Umma darauf ruft, was ist eigentlich die Atmosphäre, die Allah subhanahu wa ta'ala haben will in diese Umma? Diese für das Gefühl für meine Bruder, für meine Umma. Dass diese Umma soll sich sorgen oder versorgen untereinander. Der Reiche hat Geld. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihm, natürlich du hast geackert, um dieses Geld zu holen. Aber nun, du hast es rausgeholt aus einer Vorgabe. Du hast es geholt aus was? Aus einer Vorgabe. Ich möchte, dass du dann spendest an deinen Bruder. 2,5%. Hast du 1000 Euro, 25 Euro musst du ausgeben. Damit diese Feeling. Weil der andere hat diese Gabe von Allah nicht bekommen. An Wissen ist dasselbe. Kraft, Macht, was auch immer. Das Feeling in die Umma ist das Mimma razaqnahum yunfiqun. Und Nafaq, Maddat yunfiqun, heißt eigentlich in Arabisch, man sagt, wenn Esel stirbt, Nafaq al-Himar. Nafaq heißt, er ist tot. Und die Araber sagen, Nafaqat al-Suq. Bazar
ist zu Ende. Allah subhanahu wa ta'ala nutzt dieses Wort. Das ist Indikation für was? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Die geben, bis es nicht mehr da, bis sie nicht mehr können. Nicht was über ihre Leistung oder ihre Können, aber du musst spenden, soweit du wirklich kannst, bis du nicht mehr kannst. Aber du sollst dich nicht über diese Grenze befinden. Wieso? Weil es wird dann Schaden entstehen bei dir eventuell. Über die Scharia schützt dich. Versteht ihr das Zusammenhang? Die Mas'ala davon in diese Ayah, يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, das reine Herzgeschichte, verborgen an das Verborgene, wir glauben an Malaika. Hat irgendjemand von uns Malaika gesehen? Aber wir glauben dran. Aber das ist eine Herzenssache. Und glauben dran, Aqida, wir haben unser Herz da festgemacht. Da ist der Anker. Aber ein Tat ist Herztat. Zweite Tat, Art von Tat ist يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ. Eine mechanische, eine sichtbare Indikation. Ja? Dritte, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, die Zakat. Eins ist Herz, zweitens ist Körper, drittens ist diese Zuneigung. Diese Fürsorge. Wenn du ein Diener bist, wo ein von diesen Säulen fehlt, werde ich nicht am Ende dieses Ergebnis bekommen, dass ich unter die Erfolgreichen bin. Versteht ihr, wie das funktioniert? Das sind Beschreibungen von Leuten, die später als die Erfolgreichen oder die Siegreichen, was auch immer, wie du das nennen willst. Aber dieser Schrot, diese Bedingungen müssen erfüllt werden, damit die Umma in Richtung Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika hum muflihun. Das sind die Leute, die auf der Rechtleitung von deren Herren, und das sind die Leute, die siegreich oder erfolgreich. Über Allah subhanahu wa ta'ala spricht in dieser Ayah alle Arten von Ibadat. Ob das interne Ibadah ist, ob das externe Ibadah ist, ob das eigennutzige Ibadah ist oder weitnutzende Ibadah. Versteht ihr das Zusammenhang? Wenn wir nur Beispiele haben, über Allah subhanahu wa ta'ala spricht mit diesen Beispielen drei verschiedene Arten von Ibadah an. Und diese Art von Ibadah hat auch andere Parallelen, andere Bilder. Das heißt, körperlich gibt es Hajj, es gibt Fasten, es gibt eine Reihe. Herz gibt es nicht an, wir glauben an Schicksal, wir glauben an Malaika, wir glauben an jüngsten Tag. Es gibt ja viele Parallelen zu diesen, die man erfüllt oder erfüllen muss. Ja? Über Yunfiqun heißt, dass du gibst bis, yani, meine Frau sagt, ich möchte gerne, dass dieser Schrank von hier nach da. Kannst du mir mal bitte tragen, oder ich möchte gerne was weiß ich was machen, oder ich wüsste, und die kann das nicht. Ich kriege das nicht auf. Oder eine Flasche, was auch immer. Jetzt, dein Körper kann 50 Kilo schieben. Das wäre dein Maximum, und danach wirst du Schwierigkeiten bekommen, dass du das überhaupt bewegst. Über die Scharia sagt dir, gib es die 50. Und bei 50 stehst du. Wenn wir gucken, was wir spenden tatsächlich von allem, was wir haben, dann sehen wir, dass wir unter das, was wir geben können, definitiv. Ob das Zeit verdienen, ob das gutes Benehmen, ob das, nenn wie du willst. Ibadat, Mu'amalat, Mu'asharat, was auch immer. Wir geben nicht
Wir geben nur so weit wir entscheiden. Und danach ist Schluss, dann mache ich ihn fertig. So ungefähr. Versteht ihr, was ich meine? Immer ist eine Dimension, der uns viele Sachen anspricht. Gemeinnutzung, Fürsorge, Einheit, Liebe zueinander und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die in die Umma sein müssen, damit die Umma denn erfolgreich ist. Allah subhanahu wa ta'ala wird keinen Verbrecher erfolgreich machen. Na, wenn die Umma verbrecherisch sind, die werden nicht erfolgreich sein. Punkt. Ich wollte fragen, die Christen benutzen immer das Wort Nächstenliebe. Dürfen wir es auch benutzen? Ja. Oder ist das zu christlich? Ja, so, weil die benutzen das immer das Wort. Also ich weiß jetzt nicht, was da dran für uns in der Aqida, wir sagen ja, wir nehmen von denen dann, was unser Aqida nicht widerspricht. Das wird halt oft von christlichen Predigern benutzt. Das Wort. Leute, dieses Wort hat jeder Prophet, hat das berufen. Nicht nur Sayyidina Isa, sondern Sayyidina Musa hat es auch berufen, dass die Israelis oder die Juden untereinander brüderlich werden. Alle Propheten haben. Leute, Frieden in einer Gesellschaft ist gefragt. Ist gefragt. Das ist ein Ziel. Über alle Leute, die rauskommen und versuchen, diese Ruhe zu umwühren, wisse, das ist nicht von denen. Das ist nicht von denen. Punkt. Weil es ein großes Privileg, ein großes Ni'ma, dass die Umma in Frieden lebt. Selbst wenn die in Isyan sind, wenn die ungehorsam sind, trotzdem, immer, Höchstgebot, sag mir nicht von wegen, er ist Salim oder er ist, meinetwegen, es gibt Wege. Ja. Unsere Geduld ist eine Sache, die Allah Ta'ala uns gegeben hat. Wir spenden gar nicht von unserer Geduld. Wir springen gleich auf, wenn irgendwas... Ich sage euch dann, ganz ehrlich. Aber ich könnte noch ein bisschen schieben. Warum? Ich könnte noch ein bisschen Sabr geben. Ja, der Bruder hat mich so komisch angeguckt oder was komisches. Gut. Ich spende von meinem Sabr, meine Geduld. Vielleicht heute ist das schlecht gelaunt, aber das ist auch immer, jeder weiß was, ne? Spenden, Leute, spenden. Gehen, geben. Nicht, was wir nicht können, wie ich euch gesagt habe. Aber Sabr ist eine Sache, die man kann. Man kann sich gedulden. Du kannst, geh in ein anderes Zimmer. Oder geh in andere. Geh. Damit es nicht explodiert. Weil Ziel ist, dass Frieden herrscht. In ein Mensch selbst, in ein Individuum, in Islam. Aber und auch seine Familie und seine große Gesellschaft, seine Familie, die große Familie. Es soll Frieden herrschen. Aber wenn du ständig mit dir selbst ungeduldig bist, wie willst du das dann machen mit deiner Familie? Vater, Mutter, Frau, Kinder, was auch immer. Und dann, wie willst du denn das machen in die Gesellschaft, denn das ist die große Familie? Wie soll das denn sein? Wie soll das denn gehen? Ja? Über alles, was uns diese Frieden, diese Ruhe, dieses die Riesen-Nehme von Allah SWT. Allah SWT sagt, لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت jetzt kommt الذي أطعمهم من جوع sie ernährt hat oder wie sagen ernährt hat nachdem sie Hungernot hatten Wüste. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Samsam gegeben, hat den das gegeben. Quraysh. Und die zwei, das ist eine der wichtigsten Sachen. Ohne Nahrung kannst du ja nicht leben. Und die zweite, alle wichtigste, hat Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Ayah auch gesagt. Wa amanahum min khawf. Gesichert hat vor
Ängste oder Angst. Über alles, was in die Gesellschaft der Muslim zu Angst bringt, dass du zu Hause sitzt, hast Angst, ist nicht in Islam erwünscht und gewollt. Riesengabe. Und Sayyidina Umar sagt, ich gucke mal inshallah nach. Auf jeden Fall sahih. Sagt, wenn ihr euch um einen Mann gesammelt habt und kommt ein zweiten Mann und will ihm das streitig machen, köpft ihn. Köpft diesen Mann. Wieso? Fitna. Da explodiert es. Da wird Blut vergossen. Bevor er Blut vergossen, tötet diesen Mann. Wieso? Um Sicherheit zu etablieren. Damit die Gesellschaft der Muslime oder Nicht-Muslime, die mit Muslimen leben, nicht so. Es ist kein richtige Message, wenn die Leute in Deutschland, in deren Häuser sitzen und Angst haben von uns. Angst. Ich rede von Angstzustand. Die Leute haben Angst. Das kann nicht richtig sein. Das kann nicht richtig sein. At'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Die Sicherheit der Gesellschaft ist gewährleistet in denen. Erwünscht, gewollt, Pflicht. Es ist so heftig, dass sogar wenn jemand kommt und versucht, das streitig zu machen, köpft ihn. Und er hat im Hadith nicht gesagt, ob der Kommende besser ist oder schlechter ist. Oder der eine, der oben ist, schlechter ist oder besser ist. Hat erzählt, köpft ihn. Sei, wer er will. In dem Hadith so. Oder wer auch immer der ist. Der Hadith hat nicht mal differenziert und uns gesagt, ja, wenn er aber besser ist, dann kannst du... Gar nicht. Weil es geht hier nicht darum, ob der besser oder nicht besser. Hier geht es darum, dass die Gesellschaft hat sich geeinigt und Frieden wird herrschen. Wenn in Frieden entstehen die Zivilisationen und das Leben, entfaltet sich das Leben. In Krieg nicht. In Kriegszustand ist nicht gegeben. Versteht ihr? Wenn jemand uns dann anlabert, wegen ihr seid Medachila oder ihr seid was weiß ich oder. Ja, vermeide das dann. Geh einfach, geh weg. Weil er versteht nicht. Ist gut. Er versteht nicht. Er will nur, wenn der Imam falsch macht, auf ihm springen, ihm rausreißen aus dem Gebet und er stirbt auf seinen Stelle. Das ist, was er will. Leider, die Scharia gibt dir das nicht. Weil so lebten die Barbaren. So lebten die Barbaren. Keine Zivilisation lebt so. Oder überlebt so. Guck alle Zivilisationen an, die stark geworden sind und Jahrhundert gedauert haben. Die hatten einen Mann. Auch wenn er ungerecht war. Die Perser. Die Römer. Die Römer. Die Griechen. Die Ägypter, die Inder, die Chinesen. Guck! Deutschland. Guck doch! Guck! Allah subhanahu wa ta'ala hat das dir gegeben, die Geschichte, dass du siehst, was Allah, das Werk Allah subhanahu wa ta'ala. Über alles, was unser Umma versucht, aus dem Weg auseinanderzureißen oder streitig zu machen, oder dass wir untereinander, ob das Gruppierungen sind, ob das hier. Der Emir darf und nicht darf, oder der ist Salim und nicht Salim, ungerecht, oder ist, was auch immer für einen Grund gibt es. Nicht erwünscht. Wieso? Weil das könnte zu Fitna führen. Wieso? Das könnte zu Blutvergießen. Doch, was ist der Beweis? Ja, brauche ich nicht so sagen. Wir gucken ja ein paar Länder an. Brauche ich auch nicht so viel zu erzählen. Wir wissen schon, wir sehen, wie das aussieht. Und Ziel war was? Das Gute bieten, das Schlechte finden.
ist jetzt alles schlecht. Alle bewaffnet und alle laufen in, ihr müsst mal vorstellen, 12 Millionen Menschen jetzt, die, oder 14 Millionen Menschen, die in Syrien jetzt zurzeit sind, davon sind 4 Millionen oder 10 Millionen bewaffnet. Ich weiß nicht, wie das geht. Das Boden und Acker ist zerstört, alles ist weg. 12 Millionen sind abgehauen vom Land. Das Land ist auseinander. Was wollte man eigentlich machen? Was war das, Rechtsstaat? Was wollten sie machen? Der Salim, der ungerechte Herrscher, runternehmen und an. Da, sehr schön gemacht. Toll. Sehr gut. Dann kommt die Idiotie auch noch zusätzlich und sagt, ja, du musst uns Sabr machen, das von Allah ibtila. Das ist eine Prüfung von Allah. Das Land ist zerstört. Zerstört. Jemen. Libyen. Allah subhanahu wa ta'ala hätte das auch machen können in Ägypten und in Tunesien und anderen Ländern auch. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat uns drei Beispiele gegeben. Damit wir gucken, lernen, sehen. Und jetzt kommt irgendein Sheikh noch oder irgendein sogenannter Sheikh vom Dalale und versucht die Menschen, die Muslime aufzuwühlen, weiter. Das ist komplett unerwünscht. Immer sagt Nahum Yom Fikun, das, was wir von dem, was wir gegeben haben, spenden. Gegeben haben ist ein Risk, der, wo du nichts für kannst. Du hast ja den Boden nicht, der Erde nicht befohlen. Oder du hast dein System in deinem Körper nicht befohlen zu arbeiten. Ist schon gegeben. Yom Fikun, du zwei über zweierlei. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Jetzt ein vierter Aqida-Faktor ist dazu gekommen. Auf Deutsch lesen wir, heißt und diejenigen, die an das, was denen offenbart worden ist, glauben und was vor ihnen offenbart worden glauben. Jetzt haben wir eine Aufforderung von zwei Arten von Iman. Weiß ja nicht das Gleiche. Oder nicht? Das ist nicht das Gleiche. Unzila ilayka, was dir offenbart ist, unzila min qablika. Erste Art von Iman ist unzila ilayka, was dir offenbart ist. Das ist das abschließende Botschaft. Das ist Ma'unzila ilayk. Was ist Ma'unzila min qablik? Wieso, warum Allah subhanahu wa ta'ala fordert uns auf, daran zu glauben, was vor uns offenbart ist? Warum? Weil es vielleicht eigentlich die gleiche Message war? Weil es dieselbe Sache eigentlich ist, ne? Okay. Ich würde sagen, weil es von ihm ja auch ist. Weil es auch Allahs Wort ist. Ne? Warum? Warum fordert uns Allah subhanahu wa ta'ala an das, was vor uns offenbart ist, zu glauben? Wobei das ist doch gar nicht unser Bücher. Ist unser Bücher Tora oder Bibel? Das ist nicht unser Bücher. Ja? Und da steht, dass wir fast morgen wie die vor uns gefasst haben. Dass wir die Ibadah verrichten, wie die. In deren Bücher, die Parallelen jetzt meinst du? Ja, nichts Fremdes. Isa, wolltest du was sagen? Ich komme sofort. Ich finde, das ist einfach Tariq. Schön. Und einfach damit bezeugt, was Allah gehorsam zu sein. Okay. Tauhid. Dass in die Bücher vor uns eigentlich Tauhid, Monotheismus geschickt worden ist. Nicht hier Dreilei oder Sohn Gottes. Das wurde nicht offenbart. Es wurde nicht offenbart. Ich komme Ahmed sofort. Das ist auch nichts Neues ist, das ist schon etwas wahr, was schon immer. Zum Fortsetzung. Ja. Das sagt auch aus, dass man die vorangegangenen also Menschen, die an diese Bücher geglaubt haben, dass man sie auch mit Gerechtigkeit behandelt. Die sind eigentlich Muslime, ne? Ja. Die sind ja eigentlich Muslime. Aber es ist eine Lehre, wo es anfängt und wo es aufhört. Das heißt, die Stufung. Die einzelnen Stufen. Die Stufung.
dass man guckt, wie die Stufungen sind, zu uns kommt. Hä? Was noch? Heiß? Hä? No, ich wollte auch ungefähr so etwas Gleiches sagen, dass Allah Ta'ala lehrt uns ja in den Büchern, was schon geschehen ist. Also er hat Völker geschaffen, die die Homosexualität sehr befürwortet hat. Das heißt, er hat uns ja schon Völker geschaffen, die genau diesen Unsinn machen. Genau. Wie die Muslimin heute alles auf einmal. So, also nicht nur Muslimin, aber... Also wirklich, jedes Volk hat sozusagen seine gewisse Prüfung gehabt, genau. Sünde gehabt. Und wir haben heute alles. Alle Sünden. Ja. Aber das ist nochmal eine Lehre eigentlich. Und das bezeugen eben die Bücher damit. In die Bücher vorher. Also. Ich würde auch sagen, Lehre, aber eine andere Lehre. Und zwar, früher hat Allah subhanahu wa ta'ala die Bücher gegeben und die Menschen haben darauf aufgepasst und sind weitergegangen. Und jetzt ist es so, dass Allah sagt, wir passen sozusagen auf dieses Buch auf. Top Ding. Und deswegen. Top Ding. Damit die da auch. Ja. Top Ding. Das ist Konsens jetzt. Das ist Wurzelgedanke. Das ist Wurzelgedanke. Was Nasser jetzt hier gesagt hat. Habt ihr verstanden, was er gesagt hat? Ja. Nochmal. Nochmal? Nochmal. Sag mal nochmal gesagt. Vorher hat Allah subhanahu wa ta'ala die Bücher herabgesandt. Hat den Menschen sozusagen befohlen, dass sie darauf aufpassen. Aber sie haben es unverändert und nachgelüsten etc. Und jetzt hat Allah gesagt, hier Koran, aber er ist der Hüter des Korans. So. Kann da nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und an die alten Bücher glauben. Jetzt aber die alten Bücher sind nicht gesichert. Die waren nicht gesichert. Denn die wurden den Menschen übergeben, als dass die das als Schützer, als Beschützer. Aber die haben das verfehlt. Die haben das Ziel verfehlt, indem sie die Bücher nicht gleich geschrieben haben, wie Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Jetzt, in das, was unsila ilayka, was für dir offenbart ist, jetzt dieses Buch haben wir, Allah Ta'ala spricht in seine ne, königliches ne, Form, ne, haben wir, wie es ja ne, ne, übernommen, der Schutz dieses Buch. Jetzt, glaubst du daran, an alles, was in die anderen Büchern, sprich alles, was ihr gesagt habt, und die Offenbarung von allen Propheten, weil wir haben ja in unserer Akhida, ne, dass wir an alle Propheten glauben. Ja? Und dass die mit Büchern gekommen sind. Und in diese Bücher wurden nicht geschützt. Über die zwei Tumen, die vor uns sind, Judentum, Christentum. Fakt. Wie bezeugen, dass Judentum gab? Und das Prophet Musa gab? Wie bezeugen, dass Sayyidina Isa gab? Und seine Bibel auch gab? Als Muslim, wie bezeugen das? Aber wir wissen unter das, wir glauben durch unsere, was offenbart ist für uns, dass da ein Problem gibt es. Die Bücher wurden nicht geschützt. Und hier dieses Buch hat Allah subhanahu wa ta'ala übernommen. Denn faktisch ist, was wir vorhin gesagt haben, wie Bruder gefragt hat, kann man sagen, Nächstenliebe, alles was mit unserer Scharia konform ist, ist vertretbar in Islam. Plus, der Muslim hat die volle Sicht. Weil es anders an, wenn du an alles glaubst, dann hast du auch viel mehr Quellen, ne? Anstatt dass du eine ablehnst und zwei. Oder zwei ablehnst und nur einen nimmst. Als Muslim glaubst du an die drei. Aber dann glaubst du auch, dass dieses Buch ist der Abschluss. Und dieses Buch ist der einzige, der geschützt ist. Deswegen, da drin ist Befehl Allah subhanahu wa ta'ala, was er möchte, wie dieses Menschentum funktioniert. Versteht ihr den Zusammenhang? Warum Allah subhanahu wa ta'ala das erwähnt und das erwähnt? Und viele Leute, wie Ahmed auch gesagt hat, degradieren die Christen und die Juden. Lakum dinukum waliya din. Ihr habt eure Glaube und ich habe meine. Das ist der so funktioniert das. Leben und leben lassen. So funktioniert das. Da vor uns waren Tume. Es gibt Umma vor uns. Zwei, drei, die Bücher jetzt hatten, was wir jetzt kennen. Es gibt natürlich andere Gemeinden, die Allah subhanahu wa ta'ala gar nicht erwähnt hat. Ja? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt im Koran,
Manche haben wir dir erzählt und manche haben wir dir nicht erzählt. Über von die Erzählung, was wir wissen, ist es, da sind Gemeinden so wie wir, ganz genau. Über es gilt hier nicht zu degradieren und so anzufeinden und so weiter und so fort. Das, eigentlich geht es nicht. Vorweg erstmal. Vorweg erstmal. Ja? Ich sage ja nicht, dass du jetzt hier mit dem hängenden Kopf durch die Gegend läufst. Darum geht es ja gar nicht. Ja? Aber faktisch ist, ma unsere Ileik, was euch offenbart ist, und das ist die Scharia und die Sunna, wie wir wissen. Wir haben zwei Wahi. Ja? Zwei Wahi. Kitab und Sunna. Kitab ist offenbart durch den Jibril. Die Sunna ist durch das Verhalten, das diese Verhaltensmuster des Propheten Hadith. Da sind zwei Wahi. Beide sind verlangt. Du kannst nicht mit La ilaha illallah zu Allah gehen. Alleine geht's nicht. Du musst Muhammad Rasulullah mitnehmen. Über Jannah steht La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ohne Muhammad Rasulullah kommst du nicht rein. Und die Ummas, die vor dem Propheten kamen? Diese Umma, wo wir keine Kenntnis von haben, ist, weil du weißt nicht, was darüber ist. Eigentlich redest du auch nicht darüber. Spekuliert man nicht. Kann ja alles sein, ne? Also Djinn oder das kann. Ne? Die Djinn haben auch, nach einer Meinung auch, die Djinn haben hier gelebt vor uns. Beziehungsweise jetzt auch mit uns. Die sind lange vor uns erschaffen. Die Geist, diese Geistwesen. Ja? Wir machen sie leider, kommen unsere Republika. Alhamdulillah. Wabil-Akhirati hum yuqunun. Hier ist der Schlüssel, Jungs. Hier ist der Schlüssel. Dann rein dimensional. Alle anderen Religionen erzählen nicht, oder Theorien, erzählen nicht von Tag der Abrechnung. Selbst die davon erzählen, dass Tag der Abrechnung ist eigentlich für dich als Christ alles ist schon vergeben, weil du an Jesus glaubst. Also eigentlich brauchst du keine Abrechnung. So ist die Abrechnung bei dir. Aber eigentlich der einzige Buch, der sagt, jede wird für seine Wort, was er spricht, zur Rechenschaft gezogen. Dieser Effekt ist gar nicht in die anderen Religionen, weil die Juden tun gar nicht. Gar nicht. Es wird gar nicht von Achira gesprochen. In schriftlicher Form jetzt? Oder? Ja, im Torah. Von in der Bibel, wenn darüber gesprochen wird, ist es so, wenn du das liest, du denkst, es ist Erde. Hölle auf Erde. Ja, du bist auf Erde. Also ist all, und sowieso, du glaubst an Jesus und dann, eigentlich musst du gar kein, du hast so ein Blanko-Scheck. Es gibt keine Rechenschaft. Und alles anders, wer nicht an Jesus glaubt, der sowieso verloren hat. Also die werden vernichtet oder die gehen dann in die Vernichtung, ja so Hölle und was weiß ich. Auf die Erde wird die Hölle sein und im Himmel, dann wird, wenn die anderen reinkommen, es gibt keine Rechenschaft für die Christen, die haben ja schon, Jesus hat ja schon alles gemacht, schon, und mit seinem Blut hat er ja, und so weiter, die Geschichte. Aber das einzige Buch, der dir sagt, benimm dich, weil du wirst für jedes Wort, was du sagst, zur Rechenschaft gezogen, das ist der Koran. Einzige Buch, der dir Grenzen einschert. Auf der individuelle Ebene Grenzen, aber auch auf die kollektive Ebene Grenzen. Und du wirst zur Verantwortung gezogen. Und Allah subhanahu wa ta'ala spricht im Koran und sagt, und meine Strafe ist heftig. Dieser Effekt ist nicht in die anderen Bücher vor uns. Diesen Effekt hast du nur in dieses Buch und wurde versiegelt durch Allahs Schutz. Ja? Aber durch diese Ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, oder der Koran, öffnet uns ein paar Perspektiven, die wir auch wahrnehmen müssen. Jungs,
jede Mimik, jede Geste, jedes Wort, jede Bewegung, jede Tat, jede was auch immer. Das wird alles Yawm al-Qiyamah kommen. Benehmt euch. Leute, benehmt euch. Wir müssen uns benehmen. Weil wir glauben an Akhira. Es ist kein Spaß. Und Allahs Strafe ist heftig. Aber hier ist kein Spaß. Iman an Akhira, sag mir nicht, du glaubst an Akhira und du bereitest dich nicht vor. Sorry, das glaube ich nicht. Wenn du sagst, wie wir gesagt haben, ich gehe da und es regnet, dann musst du einen Regenschirm mitnehmen. Wenn du das Regenschirm nicht hast, dann glaube ich nicht, dass du Regen erwartest. Das glaube ich nicht. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن شاء الله nächstes درس إن شاء الله reden wir über diese Eier und das sind diejenigen die auf Weg der Rechtleitung von deren Herren und das sind die die erfolgreich sind nur was hat Allah uns nicht von denen machen الله أعلم وعلم عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد